EU-Gipfel in Bratislava. Wieder ein Treffen der Regierungschefs nach dem Brexit-Votum der Briten. Aber dieses Mal ist etwas anders. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen geht es in der Burg Bratislava ums Ganze. Mehr Europa oder zurück zum Nationalstaat? 1500 Journalisten aus aller Welt hoffen in einem provisorischen Pressezentrum auf Ergebnisse. Erfahrenes Krisenmanagement alleine wird nicht reichen. Soll Europa nicht auseinanderbrechen, müssen zentrale Probleme angepackt werden. Meine Prognose für Europa ist, dass die Erhaltung der Stabilität, also des inneren Friedens Europas, dass das unendlich viel schwerer wird, dass es wahnsinnig teuer ist, diesen Kontinent stabil zu halten. Flüchtlinge drängen nach Europa. Die globale Finanzkrise trifft den Euro hart. Südeuropa leidet weiter unter der Schuldenkrise. Aufruhr am rechten Rand. Populismus im Aufwind. Die EU selbst steht auf dem Spiel. Wie konnte es so weit kommen? Schon der Start in ein gemeinsames Europa nach dem Krieg verläuft holprig. Es ist ausgerechnet der britische Ex-Premier Winston Churchill, der zuerst öffentlich ein geeintes Europa anspricht und den Kontinent meint. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole. And we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. Vielen macht Churchill nach den Verheerungen des Krieges Hoffnung. Sie träumen von den Vereinigten Staaten von Europa. Churchill warb für die Idee der Vereinigten Staaten von Europa. Das hieß für ihn aber nicht, dass Großbritannien Teil dieser Gemeinschaft werden würde. Für ihn basierte die Nachkriegswelt auf drei Säulen. Eine sollte das vereinte Europa bilden. Die Vereinigten Staaten von Amerika war die zweite Säule. Die dritte wäre das British Commonwealth und Empire, mit engen Verbindungen nach Europa und den USA. Das sollte in der Nachkriegszeit Stabilität schaffen. Die Idee war allerdings unrealistisch, weil, wie wir wissen, die britische Säule schon im Ersten Weltkrieg zerbrach. Die USA gehen aus dem Zweiten Weltkrieg gestärkt hervor. Die Wirtschaft strotzt vor Kraft. Sie sind zur Weltmacht aufgestiegen. Das geopolitische Gleichgewicht hat sich verschoben. Es gab nach dem Ende des britischen Empire keine globale Ordnungsmacht mehr. Und die Amerikaner mussten diese Funktion übernehmen. Niemand anders wäre da gewesen. Es war auch am Ende ihre eigene Überlebensfrage, ob sie diese Rolle annehmen. Nach Kriegsende zerbricht die Koalition der Alliierten in Europa schnell. Gegen die westliche Übermacht setzt die UdSSR unter Stalin aggressive Rhetorik und waffenstarrende Inszenierungen. Der Kontinent ist zerrissen. Die Attraktivität kommunistischer Parteien, auch im Westen, sorgt bei der CIA für Unruhe. Es herrschte große Angst. Die Kommunisten waren damals in Frankreich und Italien sehr mächtig. Die Amerikaner wollten nicht nur die Rote Armee fernhalten, sondern auch eine kommunistische Revolution in Frankreich und Italien verhindern. Look at the signs they carry. US go home. Man will Europa besser unter Kontrolle bekommen.
Professor Joshua Paul came upon some released CIA files in the National Archives. Professor Joshua Paul stieß im Nationalarchiv in Washington auf freigegebene CIA-Akten. Aus denen geht hervor, dass die CIA seit den 1940er Jahren plante, die europäischen Nationalstaaten zu ersetzen durch ein zentralistisches Europa. Es wäre zu schwierig, ein Dutzend, heute mit Osteuropa sogar zwei Dutzend, Einzelstaaten zu kontrollieren. Die CIA wollte eine zentrale Regierung. Die könnte man leichter dominieren. Ein geheimes Dokument legt offen, dass die CIA 1947 befürchtete, die Wirtschaft in Westeuropa könne kollabieren. Deutschland, früher industrieller Motor des Kontinents, ist ein Totalausfall. Der Zusammenbruch, so die Befürchtung, hätte einen Vormarsch des sowjetischen Kommunismus zur Folge. Die USA rüsten auf. Der Kalte Krieg beginnt. Die Supermacht dominiert militärisch und ökonomisch die westliche Welt. Auftritt eines neuen Imperiums? Das kann man sozusagen historisch so betrachten, wobei man natürlich sagen muss, dass das amerikanische Imperium im Vergleich zu allen anderen historischen Imperien ein extrem wohlmeinendes ist. US-Außenminister George C. Marshall verkündet seinen Wiederaufbauplan für Europa. It is logical that the United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health in the world. Um die Vorteile eines geeinten Europa zu propagieren, lässt Washington eigens Werbefilme produzieren. Zersplittert wie es ist, kann Europa seinen Reichtum an Land, an Menschen, Leistungen und Rohstoffen nicht ausnutzen. Freiheit ist Europas wertvollstes Erbgut. Wenn wir gemeinsam denken und arbeiten, können wir uns dieses Gut erhalten. Und nicht nur uns und unseren Kindern, sondern der ganzen Welt. Die EU war eine amerikanische Erfindung. Und es ist vielleicht gerade zu diesem Zeitpunkt gut, uns daran zu erinnern. Der Marshallplan gilt eigentlich auch für Osteuropa. Stalin aber winkt ab. Ein Wendepunkt. Der Westen Europas kommt wieder auf die Beine. Und fortan sind die USA die Freunde des Westens und sogar des ehemaligen Kriegsgegners. Für die Anstrengungen der Vereinigten Staaten, die, meine Freunde, sowohl was die Menschen angeht, wie was die Wirtschaft angeht, ungeheure Lasten auf sich genommen haben, kann jeder Freund des Friedens in der ganzen Welt ihnen nur dankbar sein. Nun fing der Wiederaufbau an, erst langsam und dann schneller, und jeder packte frisch mit an. Allmählich wurde es heller. Gewiss, wir dürfen noch nicht ruhen, es muss noch viel geschehen. Oh ja, es bleibt noch viel zu tun, bis alle Häuser stehen. Für die USA ist der Aufbau durch die Marshall-Planhilfe der gelungene Auftakt eines weitreichenden Planes, den Westen gegen den Kommunismus zu immunisieren. Das war der klassische Deal aus den späten 40ern, Mitte der 50er Jahre, als es für die Amerikaner auch darum ging, die EU oder die Europäische Gemeinschaft, wie es damals hieß, aufzubauen als stabilisierenden Faktor im Kalten Krieg. Das soll sich konsolidieren, das soll von innen heraus wieder wirtschaftlich stark werden, damit es dann sozusagen auch in der Konfrontation mit der Sowjetunion Stärke zeigt und widerstandsfähig ist. Militärisch will Washington den europäischen Kontinent für den Ernstfall rüsten. Man will sich gegen eine mögliche Aggression aus Moskau wehren können. Anfänglich 12 Länder unterzeichnen das westliche Verteidigungsbündnis NATO. Wird ein Mitglied angegriffen, so der Plan, kommen alle anderen und vor allem die USA zu Hilfe. Deutschland ist hier noch nicht dabei. Zu tief sitzt das Misstrauen der Kriegsgegner von gestern.
Die offene Frage war, was mit Westdeutschland passieren soll. Wird es auch Teil der NATO? 1949 war es noch zu früh für einen Beitritt. Die Verteidigungsgemeinschaft war vor allem als Schutz vor Russland gegründet worden. Für Länder wie Frankreich, Belgien und die Niederlande war es auch ein Schutz vor Deutschland, so kurz nach dem Krieg. At 4:35, we at ITV News are calling this as a Leave victory. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day. Das Votum der Briten kommt völlig überraschend. Es gibt nichts drum herum zu reden. Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa. Er ist ein Einschnitt für den europäischen Einigungsprozess. La responsabilité, c'est de ne pas perdre de temps. De ne pas perdre de temps ni pour traiter convenablement la question du départ du Royaume-Uni, pas perdre de temps non plus pour traiter la question de la nouvelle impulsion que nous devons donner à l'Union européenne. Isn't it funny? You know, when I came here 17 years ago, and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? You, as a political project, are in denial. There are people in Britain. Es gibt Leute unter den Brexit-Befürwortern in Großbritannien, die wollen einen Zusammenbruch der gesamten Europäischen Union. Sie denken, nur so sind die Briten vor Bevormundung geschützt. Diese Leute sollten gut darüber nachdenken, denn ein Zusammenbruch der EU würde Chaos bedeuten, wirtschaftliches Chaos, weltweit. Und in einer Welt ohne geregelte Handelsbeziehungen wird es Kriege geben. Nun wird es hektisch. Schon 5 Tage nach dem britischen Referendum treffen sich die Staats- und Regierungschefs zum Krisengipfel. Die Herausforderung ist gewaltig. Der Austritt will gemanagt werden. Gleichzeitig muss man die Existenzfragen der EU anpacken. Wirtschaft, Demokratie, Sicherheit. Die Außenbeauftragte Federica Mogherini nutzt die Gunst der Stunde und fordert eine neue gemeinsame Sicherheitspolitik. What we have to guarantee is that this uncertainty, this chaos, is not extended to the other European member states. Because in these times of uncertainty in the world, we have to exercise our responsibilities together as Europeans. And we can do that only all together. Sind gemeinsame Truppen der Neuanfang? Eins ist jedenfalls klar. Mit dem Brexit verliert die EU Großbritannien als bedeutende Militärmacht, die eng mit dem NATO-Partner USA verbunden ist. Die Europäer werden nervös. Staatenführer wie Putin, aber auch die chinesische Führung und auch Erdogan riechen, dass die amerikanische Disziplinierungskraft in Europa nachlässt und stoßen in die Lücken. Wir sind ein export-import-orientierter Kontinent, ressourcenschwach, relativ alt. Wir leben davon, dass wir Rohstoffe einkaufen, vor allen Dingen Energie, aber auch andere. Und wir leben davon, dass wir Fertigprodukte in alle Welt verschiffen und verkaufen. Wir sind ein globalisierter Kontinent. Der globalisierte Kontinent hängt ab von einer Offenheit des Welthandels, die er selbst nicht garantieren kann. Die Seeschifffahrtswege, auf denen 90% unserer Waren durch die Gegend flitzen, werden ja nicht von uns offen gehalten, sondern von amerikanischen Flugzeugträgergruppen. Das heißt, da haben wir im Grunde eine globale Stabilitätsaufgabe an jemand anders delegiert. Und machen das sehr gerne, weil es uns jede Menge Ärger erspart. Die US-Wahl verschärft das Problem. Was, wenn Trump das amerikanische Engagement für Europa zurückfährt? Eine Partnerschaft steht auf dem Spiel. Erstmals nach über 60 Jahren. Korea wurde von den Kommunisten zum Schlachtfeld gemacht. Die roten Truppen von Nordkorea rückten über die Trennungslinie des 38. Breitengrades und überfielen die Republik Korea.
Mit dem Koreakrieg wird der Kalte Krieg das erste Mal heiß. Washington greift auf Seiten Südkoreas ein und stellt sich gegen das von China und Russland unterstützte Nordkorea. Es ist ein erster Stellvertreterkrieg, der im Westen die Angst auslöst, zum nächsten Schauplatz zu werden. Dass plötzlich aus dem Kalten Krieg ein heißer Krieg wurde, war ein Schock für Westeuropa. Was passiert jetzt in Deutschland? Nordkorea war in Südkorea einmarschiert. Das Gleiche könnte auch mit Ost- und Westdeutschland passieren. Europa brauchte eine bessere Verteidigung. Und das hieß auch, dass die Frage nach einer deutschen Wiederbewaffnung nicht länger ausgeblendet werden durfte. Die USA drängen auf mehr Verteidigung mit einem wiederbewaffneten Deutschland. You know how intensely I believe that the safety and security of the Western world demanded unity and strength in Western Europe. Die Amerikaner sagten, wir brauchen eine deutsche Armee. Darauf Frankreich, niemals, nicht 5 Jahre nach Kriegsende, dann lieber eine europäische Armee. Europarat in Straßburg, Winston Churchill, der markante Vorkämpfer für ein vereintes Europa, ergriff die Initiative zur Gründung einer gemeinsamen europäischen Verteidigungsstreitmacht. Zum ersten Mal nahm auch eine deutsche Delegation teil. Doch die Europäische Verteidigungsgemeinschaft scheitert am Veto Frankreichs. Eine Entscheidung mit Folgen. Bei der Abstimmung lehnte Frankreich seine eigene Initiative ab, die es selbst 2 Jahre zuvor eingebracht hatte. So endete 1954 das Kapitel Europäische Verteidigungsgemeinschaft und blieb 50 Jahre geschlossen. Wenige Monate später. In Paris wird ein Vertrag unterzeichnet, der Deutschland seine Souveränität weitgehend zurückgibt. Jedenfalls darf Kanzler Adenauer wieder am Tisch sitzen, zusammen mit den anderen europäischen Staatschefs. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft ist gerade gescheitert. Jetzt wird Deutschland feierlich in die US-geführte NATO aufgenommen und soll sogar eine eigene Armee aufstellen. Das war die Vollendung der Westintegration Deutschlands, sowohl die wirtschaftliche als auch die militärische in der NATO. Inzwischen ist Deutschland wirtschaftlich wieder stark und gehört zur Spitze in Europa. Ein Grund für den Erfolg? Man folgt der Wirtschaftstheorie des britischen Ökonomen John Maynard Keynes. Die Hauptaufgabe der Wirtschaftstheorie nach Keynes bestand darin, nach dem Zweiten Weltkrieg die Arbeiter an Wohlstand und Sicherheit teilhaben zu lassen. Man hielt die Nachfrage hoch, Arbeitslosigkeit wurde zurückgedrängt und der Lebensstandard angehoben. Geht es allen gut und nicht nur einer kleinen Schicht, dann geht auch keiner auf die Barrikaden. Soweit die Theorie. Sich satt essen und es sich gut gehen lassen. Die Deutschen nennen es Wirtschaftswunder und feiern als dessen Architekt Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard. Das waren die goldenen Zeiten der Welt, ne? 50er und 60er Jahre, ein bisschen 70er Jahre noch. Das waren die Zeiten, wo man eine völlig andere Wirtschaftspolitik gemacht hat. Das ist das, was wir heute noch als glänzende Jahre des Kapitalismus ansehen. Aber das war eigentlich gar kein Kapitalismus, das war Keynes. Das war sehr stark geprägt von Herrn Keynes. Nur das haben die Deutschen auch nicht wahrhaben wollen. Man hat dann ganz schnell Ludwig Erhard auf Keynes gepappt. Hat gesagt, der war's. Ludwig Erhard hat's gemacht. Stimmt aber überhaupt nicht. Es gab ja ein globales Wirtschaftswunder. Und davon profitiert Deutschland als Exportnation ganz besonders. You
Man kann sagen, dass Deutschland ein Trittbrettfahrer war. Nämlich der Briten, Amerikaner, Franzosen, Skandinavier und aller, die der keynesianischen Wirtschaft folgten. Wegen der hohen Nachfrage konnte Deutschland seine Waren gut verkaufen. Um den Wohlstand zu sichern, wollen Frankreich, Deutschland, Italien und die Benelux-Länder vor allem wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Aber die Verhandlungen bleiben stecken. Erst ein neuer drohender Krieg sollte die Entwicklung beschleunigen. A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria that Egypt has seized the internationally owned Suez Canal. Die Suez-Krise ist ein fast vergessenes Ereignis. Man liest höchstens noch in Schulbüchern darüber. Aber damals war es ein zentrales Ereignis, sogar für die europäische Integration. Es passierten verschiedene Dinge gleichzeitig. Der ägyptische Präsident Nasser verstaatlicht über Nacht den Suezkanal. Ein Affront gegen Briten und Franzosen, die den äußerst gewinnbringenden Kanal gemeinsam betreiben. Nasser bietet zwar eine Entschädigung an, doch Frankreich und England rüsten sich gemeinsam für einen Krieg. Die Ablehnung im Rest der Welt war groß. Ehemalige Kolonialmächte mischten sich in ägyptische Angelegenheiten ein. Israel beteiligt sich an der Militäraktion. Die Israelis wollen den Nachbarn schwächen. Der Konflikt läuft Gefahr zu eskalieren. Ägypten ist eng mit Russland verbündet. Die Russen drohen einzugreifen. Was wird die Weltmacht USA unternehmen? Wird auch Europa in den Konflikt hineingezogen? Währenddessen gehen die Verhandlungen für den europäischen Binnenmarkt in die nächste Runde. Adenauer macht sich auf den Weg nach Paris. Er will selbst mit dem französischen Ministerpräsidenten Guy Mollet verhandeln. Es war Ende Oktober, Anfang November 1956. Es gab Probleme. Frankreich wollte die Verhandlungen mit Deutschland abbrechen. Dann hätten wir heute keinen europäischen Binnenmarkt. Adenauer fuhr mit dem Nachtzug nach Paris. Gerade als er einstieg, erhielt er eine Depesche. Die Russen drohten mit einem Atomschlag gegen Frankreich und England, wenn sie sich nicht in Ägypten zurückhielten. Die deutsche Delegation war geschockt. Das konnte der große Krieg bedeuten. President Eisenhower, after consultation with Secretary of State Dulles, makes a firm declaration of United States policy. The United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. In the circumstances I have described, there will be no United States involvement in these present hostilities. Am Suezkanal greifen Großbritannien, Frankreich und Israel an, ignorieren alle Warnungen aus dem Weißen Haus. Washington, das eine Eskalation mit Russland unbedingt vermeiden will, muss Maßnahmen gegen den treuen Vasallen England unternehmen. Man nutzt die wirtschaftliche Abhängigkeit Großbritanniens gegenüber den USA und verkauft Pfund-Sterling-Reserven. Die britische Währung stürzt ab. Denkt London um? Die Welt blickt in einen Abgrund, während Adenauer nach Paris fährt, um mit seinem französischen Kollegen über Bananen und die europäische Stahlindustrie zu verhandeln. B-
Während dieses Treffens erhält der französische Premierminister im Hotel Matignon einen Anruf von seinem britischen Amtskollegen Eden. Man müsse die Militäroperation in Ägypten sofort stoppen. Das verlangten die Amerikaner. Guy Mollet meinte darauf, Eden solle versuchen, Zeit zu gewinnen. Weitere 48 Stunden. Es sei schon zu spät, sagte Eden. Der britische Premier hatte Eisenhower versprochen, die Kämpfe zu beenden. Das britische Pfund war unter Druck. Man könne nicht länger aushalten. Guy Mollet, der französische Premierminister, fühlte sich von London betrogen und im Stich gelassen. Ohne Vorwarnung waren die Briten aus der militärischen Operation ausgestiegen. Adenauer, der alte Fuchs, hatte alles mitbekommen. Er sagte nach einer kurzen Pause zu seinem französischen Gastgeber: Und jetzt müssen wir Europa bauen. Das sollte heißen, ihr Franzosen wurdet von euren britischen Freunden verraten. Jetzt könnt ihr mit uns Deutschen Europa aufbauen. Das war ein strategischer Schlüsselmoment. Plötzlich ging alles ganz schnell. Die Probleme rund um Bananen, alle technischen Probleme, wurden innerhalb einer Stunde gelöst, weil es diese grundlegende strategische Übereinkunft gab zwischen Frankreich und Deutschland. Adenauer war ein kluger Mann, der sehr gut wusste, wie man unterschiedliche Positionen gegeneinander ausspielt. Ich persönlich bin vom historischen Verhandlungsgeschick der deutschen Politiker beeindruckt und gleichzeitig erschüttert über die Schwäche der Franzosen. Die Unterzeichnung der römischen Verträge ist die offizielle Geburtsstunde der heutigen EU. Treibende Mächte waren Frankreich und Deutschland. Großbritannien ist nicht dabei. Die Briten bleiben für sich, eng an der Seite der USA. Die Suez-Krise bedeutete das Ende der französischen und britischen Imperien und besiegelte gleichzeitig die amerikanische Vorherrschaft. Das Spiel ist aus, Jungs. Geht nach Hause und lasst uns mit diesen Kolonialgeschichten in Frieden. Von 1956 an wurden die Briten zur Kolonie der USA. Auf der anderen Seite rückten Franzosen und Deutsche enger zusammen, wirtschaftlich und auch militärisch. Europa wächst zusammen, aber nicht so, wie sich das die US-Strategen vorgestellt hatten. Paris ist immer ein komplizierter Partner. Manchmal geht es sehr gut, manchmal geht es nicht gut. Die haben immer noch national, nicht nur europaweit, sondern national den Anspruch, ein gleichwertiger Partner zu sein mit den Vereinigten Staaten, was nicht der Fall sein könnte. Die Suez-Krise und ihre Bedeutung für Europa ordnete alle strategischen Beziehungen neu. In diesem historischen Moment. American military personnel and installations in France may only be a memory if General de Gaulle's deadline remains firm. De Gaulle war ein rotes Tuch für sie. Er sagte, natürlich bin ich gegen den kommunistischen Totalitarismus, aber genauso wenig will ich von einer Vormundschaft in die nächste driften. Der Disput zwischen Washington und Paris eskaliert, als Frankreichs Präsident de Gaulle die USA auffordert, ihre Militärstützpunkte in Frankreich zu räumen. De Gaulle stört die Hegemonie der Amerikaner. Der Konflikt führt schließlich dazu, dass Frankreich aus der NATO austritt. General de Gaulle wollte, dass Frankreich allein entscheidet, was es tut, ohne darüber mit Alliierten diskutieren zu müssen. Er hatte eine äußerst klare Vorstellung von dem, was er tun wollte, und hat diese Entscheidung einfach gefällt. A momentous meeting in Washington. Arriving at the White House by helicopter from Andrews Air Force Base is British Prime Minister Macmillan, accompanied by President Kennedy, who had gone to the airfield to welcome him. Mr. Macmillan is here for a weekend of conference with Mr. Kennedy. Prime Minister Harold Macmillan.
Premierminister Harold Macmillan verstand sich gut mit John F. Kennedy. Der meinte, für die USA wäre es wichtig, dass Großbritannien dem europäischen Binnenmarkt beitritt. Das stärke den Westen insgesamt. Der Zusammenhalt, militärisch und wirtschaftlich, würde gefestigt. Und das wäre gut für uns alle. Für die USA ist es mehr als nur ein Schönheitsfehler, dass Großbritannien nicht mit am Tisch sitzt, wenn an Europa Entscheidungen fallen. Man befürchtet, der US-Einfluss könnte sinken. Die Vereinigten Staaten waren über Jahrzehnte, eigentlich bis vor kurzem, der Auffassung, der amerikanische Einfluss auf Europa könnte vor allem via London ausgeübt werden. Also versuchten die USA schon in den Anfangsjahren der EU, die Briten zu einem Beitritt zu bewegen. Hinzu kommt, während auf dem Kontinent der Wohlstand wächst, stagniert die Wirtschaft auf der Insel. So langsam dämmert es den Briten, dass ein gemeinsamer Markt eine Menge Vorteile bringt. Sie wollten ökonomischen Zugang zum florierenden europäischen Binnenmarkt. Es gab aber auch eine politische und strategische Dimension. Es ging bei Europa ja nicht nur um Gurken und Bananen. Mitglieder wie Frankreich, Deutschland und Italien redeten auch über gemeinsame Außenpolitik. Da wollten die Briten mitmischen. Sie mögen es gar nicht, ausgeschlossen zu sein. Sie wollen mit am Tisch sitzen. Messieurs. 1973 wird Großbritannien feierlich in den Kreis der EWG-Mitglieder aufgenommen. Wenig später ziehen britische Beamte in Brüsseler Büros ein. Die deutsche Hauptstadt erwartet den Antrittsbesuch der britischen Premierministerin Theresa May. Ihre erste Auslandsreise führt sie nicht nach Brüssel, sondern nach Berlin. Obwohl es in den Gesprächen nur um ein Thema geht, den Brexit. Damit macht sie deutlich, wo sie in der EU die Macht sieht. Diese Irritationen kommen aber hauptsächlich aus der inneren Machtbalance der EU heraus, die sowas nicht vorsieht. In Europa will man nicht die Dominanz eines Landes zu stark. Und wenn das passiert, dann fangen die anderen an, nervös zu werden. Und gleichzeitig müssen sie stillhalten, weil niemand anders die Kraft hat. Es ist also eine Dilemmasituation. Niemand möchte eigentlich so einen Zustand als Dauerzustand. Kann eine Deutsche die Welt anführen? Sie ist zwar nicht der Chef, aber sie ist eine Deutsche, die als diejenige angesehen wird, die demokratische Werte und die Freiheit verteidigt. Eine Ironie der Geschichte. Ich kenne genug amerikanische Freunde, die mir genau das erzählen. Germany must fix Europe, ja. Und dann entstehen ja solche Attitüden, weil die Amerikaner das wahrscheinlich Frau Merkel erzählen, you must fix Europe, ja. Das stimmt schon, man hat so diese Sehnsucht nach Leadership, aber natürlich nur als Ersatz. Weil die europäische Demokratie nicht funktioniert, wünschen wir uns sehnsüchtig, dass überhaupt was funktioniert und deswegen deutsches Leadership. Und dann ist das intuitiv naheliegend, wir sind das größte Land. Aber es kann doch kein Substitut für Europa sein. Die Ölkrise erschüttert die Weltwirtschaft. Grund ist ein Ölembargo arabischer Staaten. Der Preis für ein Barrel Öl schnellt an einem Tag um 70% in die Höhe. Inflation und Arbeitslosigkeit steigen. Die Krise führt zu einer Kritik an dem bis dahin vorherrschenden Wirtschaftsmodell der sozial abgefederten Marktwirtschaft. Offenbar konnte die bisher gültige keynesianisch ausgerichtete Wirtschaft die Inflation nicht mehr eindämmen. Die Alternative war der Neoliberalismus, das Entfesseln der Kräfte des Marktes. Die Hochburg neoliberaler Lehre ist Chicago. Hier unterrichten die beiden Nobelpreisträger Milton Friedman und Friedrich von Hayek.
Ihr Credo ist der unbeschränkte Markt, der alles regeln soll. Für eine Gruppe chilenischer Studenten, die Chicago Boys, ergibt sich die Gelegenheit, ihre neoliberale Theorie in der Praxis auszuprobieren. Ausgerechnet in einer Diktatur. Eines der ersten Länder, das die Möglichkeit bot, ein neoliberales Experiment zu verwirklichen, war Chile, das sich damals zu einer der grausamsten Diktaturen der Welt entwickelte. 1973 putscht sich in Chile eine brutale Militärjunta an die Macht. Die Hauptstadt mit dem Präsidentenpalast wird Schauplatz blutiger Kämpfe. Der Anführer der Putschisten, General Pinochet, bekämpft die Opposition mit unbarmherziger Härte. Zehntausende Gegner des Diktators wurden brutal gefoltert und umgebracht. Die Diktatur war allmächtig. Normalerweise greifen Diktatoren, egal ob rechts oder links, in die Wirtschaft ein. Pinochet aber glaubte nur an die Entfesselung der Märkte. Für den wirtschaftlichen Umbau holt der Diktator sich Unterstützung aus Chicago. Er war überzeugt, sich nicht einzumischen wäre das Beste. Die einzige Einmischung war die völlige Deregulierung der Märkte. Die Diktatur wurde zum Versuchslabor neoliberaler Methoden. Die Frage war nur, ob der Neoliberalismus auch in einem Land funktioniert, das nicht alle Regimegegner foltert und ermordet. Die Briten entscheiden über einen Austritt aus der EWG, gerade einmal 2 Jahre nach ihrem Eintritt. Die Wirtschaft im Königreich lahmt, trotz Binnenmarkt und Zollunion. Schon damals halten viele Europa für verantwortlich. Es kommt zum Referendum. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt wirbt für die EWG. You know, being a European politician is not at all that difficult, because all you have to do is to satisfy the farmers, satisfy the trade unions, satisfy a few other groups and still get elected, you know. But all I want really to say is only this, and even at the risk of a walkout, your comrades on the continent want you to stay, and you, please, will have to weigh this if you talk of solidarity. Die Stimmung im Volk ist gespalten. Die herrschende Labour-Partei sieht die EWG kritisch. Die konservative Opposition will vor allem den Zugang zu den freien Märkten. Dafür geht Margaret Thatcher auf die Straße. Die Briten werden bleiben. It will be a splendid and decisive yes for Britain in Europe, for your generation and the whole of the next one. Ils n'ont jamais voulu s'intégrer. Sie wollten sich nie wirklich in die EU integrieren. Mit einem großen Markt, dem Business, hatten sie keine Probleme, aber sicherlich wünschten sie sich keine Vertiefung europäischer Kompetenzen. Margaret Thatcher hat die Wahlen gewonnen. Sie ist angetreten, das alte britische Gesellschaftsmodell einer Wirtschaft mit mächtigen Gewerkschaften aus den Angeln zu heben. Thatcher ist glühende Anhängerin des neoliberalen Wirtschaftsmodells. I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10, and I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe. Thatcher hat eine politische Vision. Sie will Großbritannien wieder groß machen. Frau Thatcher war beseelt von einer Nostalgie für ein Großbritannien, das so nie existiert hat. Aber das wollte sie wieder auferstehen lassen.
Der Aufstieg gelingt nur, davon ist Thatcher überzeugt, wenn der Einfluss von Staat und Gewerkschaften zurückgedrängt wird. Der Markt muss sich ungehindert entwickeln. So hat es in Chile unter Pinochet auch funktioniert. Mr. Chairman, this government is pursuing the only policy which gives any hope of bringing our people back to real and lasting employment. Margaret Thatcher war stark beeinflusst von Friedrich von Hayek. Nach dem Ende der keynesianischen Wirtschaftspolitik Ende der 1970er Jahre gab es Leute, die sagten, wir brauchen immer mehr Markt und immer weniger staatliche Regulierung, geringe Steuern und keinerlei Umverteilung. Die Reichen sollten reicher werden und die Armen sich mit dem begnügen, was sie haben. Das mache die Wirtschaft stark und schütze vor dem Kommunismus. Daran glaubte sie. Die USA werden ab 1981 von Präsident Ronald Reagan geführt. Auch er ein glühender Anhänger neoliberaler Wirtschaftspolitik. Auch er sieht darin die beste Waffe im Kalten Krieg. Das war der eigentliche Zweck seines Wirtschaftsprogramms. Die Wirtschaft stärken, um dann Russland im Wettrüsten in die Knie zu zwingen. Er wollte den Kalten Krieg beenden. Ich glaube nicht, dass sich Reagan für etwas anderes interessierte. Der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Mit Helmut Kohl vollzieht sich auch in Deutschland eine politische Wende. Das markiert den Beginn einer neuen Ära mit weniger Staat und mehr Markt. Die war die Wende hin zum Neoliberalismus. Das war, wir folgen Thatcher und Reagan. Ne? Und Kohl hat das zwar ein bisschen weniger brutal gemacht und fällt sich verbrämt, aber das war es natürlich. Gleichzeitig verändern sich die Grundlagen der industriellen Produktion. Immer mehr Maschinen und weniger Menschen lassen die Bedeutung der traditionellen Industriearbeiterschaft schwinden. In den meisten westlichen Ländern schrumpft die Industriearbeiterschaft mit Aufkommen der postindustriellen Ökonomie. Die neue Arbeiterklasse, die nicht die historische Erfahrung des Industriezeitalters gemacht hatte, obwohl auch sie unsichere Lebensverhältnisse kennt, hat einfach nicht mehr das politische Gewicht. Der Untergang des Keynesianismus ging einher mit dem Niedergang der alten Arbeiterklasse. Das hat es der Politik leicht gemacht, auf einen neoliberalen Kurs umzuschwenken. Thatcher zieht ihre Politik gnadenlos durch. Als sie Staatsbetriebe privatisiert, treten Berg- und Stahlarbeiter in einen Streik, der bald das ganze Land erfasst. Thatcher lässt brutal zurückschlagen. Sie weiß, in diesem Kampf entscheidet sich, ob sich das Land in ihrem Sinne umgestalten lässt. Man spricht von der sozialen Schlacht um England. By 7 a.m., 4,000 miners were at Orgreave waiting for the coke lorries to arrive. Police had been expecting them. They equaled the number of pickets. When the lorries came an hour later, the miners' ranks had swelled to more than 5,000. In der Schlacht von Orgreave wehren sich streikende Kokereiarbeiter gegen die Härte der Politik. Die Polizei antwortet mit Schlagstöcken. Als die Streikkasse der Gewerkschaft leer ist, bricht der Widerstand zusammen. Thatcher hat die Schlacht gewonnen. It is intimidation. It is unlawful assembly. Our duty demands and the national interest requires that we see that violence does not pay and is seen not to pay. Während Thatcher den Umbau von Staat und Gesellschaft auf der Insel unerbittlich vorantreibt, wird Jacques Delors Kommissionspräsident in Brüssel. Delors hält die von Thatcher betriebene Politik für gefährlich. Er fürchtet die Erosion der Sozialpolitik. Delors steht für anderes. Ein sozialeres Gesellschaftsmodell in Europa.
Das macht ihn zu Thatchers Gegenspieler. Sie hatte Respekt vor Delors Intellekt. Sie fürchtete seinen Einfluss auf Europa, das so gar nichts mit dem marktwirtschaftlichen Europa zu tun hatte, das sie wollte. Sie brauchte gute Argumente, um gegen Delors anzukommen. Delors provoziert die eiserne Lady weiter, als er bei einem britischen Gewerkschaftskongress auftritt und sein Credo erneuert. Social dialogue and collective bargaining are essential pillars of our democratic society. Delors richtete einen Appell an die Gewerkschaft, dass die Brüder und Schwestern in Europa die britischen Arbeiter brauchen. Man könne gemeinsam etwas erreichen, soziale Standards und Rechte für die Arbeiter, ja sogar Nachhaltigkeit der Gesellschaft und Umwelt. Über diese Themen sprach Frau Thatcher aber nicht sehr gerne. Thatcher schlägt nur wenige Tage später bei einem öffentlichen Auftritt in Brügge zurück und wirft Delors Amtsanmaßung vor. Indeed, it is ironic. Just when those countries such as the Soviet Union, which have tried to run everything from the center, are learning that success depends on dispersing power and decisions away from the center, there are some in the community who seem to want to move in the opposite direction. We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a European level, with the European superstate exercising a new dominance from Brussels. Mit dieser Rede legt Margaret Thatcher das Fundament für jene Europaablehnung, die weite Teile der konservativen Partei und auch der britischen Gesellschaft bis heute erfüllt. Man sieht fast nie die europäische Flagge auf einem öffentlichen britischen Gebäude, nur in ein paar linksregierten Städten. Wir tun fast so, als wären wir gar nicht dabei. Knapp 3 Monate sind nach dem britischen Referendum vergangen, da treffen sich die europäischen Regierungschefs in Bratislava. Es geht um den Brexit, aber auch um die Zukunft der EU. Einige fordern als Konsequenz der britischen Entscheidung so wenig Europa wie möglich. Andere suchen ein neues Narrativ, eine Botschaft der Einigkeit, die Europa zusammenschweißen soll. Aber was könnte das sein? Freiheit, Demokratie, Menschenrechte oder Sicherheit? Man kann nicht immer nur mehr Freiheiten gewähren, sondern muss auch auf der anderen Seite am Thema Sicherheit arbeiten. Sonst werden wir erleben, dass der Brexit nur der erste Dominostein war und weitere Referenden folgen werden. Einigkeit sieht anders aus. Am Rande schmieden die Mittelmeeranrainerstaaten um den Italiener Renzi und den Griechen Tsipras eine Koalition gegen die nördlichen Mitgliedstaaten. Auch Frankreich nimmt an den Gesprächen teil. Das irritiert einige Beobachter. Wenn Hollande zu den Mittelmeeranrainern geht, dann ist das der Versuch vor allen Dingen von Renzi, also eine Art Südblock zu bilden, im Vorgriff auf die großen Strukturentscheidungen, die kommen werden, was den Euro angeht und vor allen Dingen diese Frage, wie man den Euro sozusagen vernünftig politisch absichert. Da gibt es im Grunde so eine Art Nord-Süd-Trennung. Und diese Nord-Süd-Trennung ist nicht zufällig. Das ist eine Trennung zwischen zwei unterschiedlichen Auffassungen von ökonomischer Grundordnung, also von ordnungspolitischem Denken im Grunde. Und Frankreich sitzt als Land genau dazwischen. Das ist das Land, das sowohl nördliche als auch südliche Instinkte hat. Bei einer Schiffstour demonstrieren die europäischen Staatschefs immerhin ihren Willen, die Probleme irgendwie gemeinsam anzugehen. Ein Gipfel wie viele andere. Das Narrativ wurde nicht gefunden, nationale Gegensätze überwiegen. Von all den drängenden Themen ist eines geblieben: Sicherheit. Da will man künftig besser zusammenarbeiten.
Das ist der heroische Versuch, im Grunde die Fliehkräfte, die in Europa drin sind, dieses Auseinanderdriften, dieses mir doch egal, ich kümmere mich um meinen Kram, auszuhebeln und immer wieder an einen Tisch zu bringen. Dafür kriegt die Europäische Union aus meiner Sicht viel zu wenig Lob, dass sie diesen heroischen Kampf gegen alle Absetzbewegungen immer wieder kämpft und immer wieder versucht. Und das ist meistens nicht hübsch, da werden immer irgendwelche Kompromisse gefunden, da werden Deals gemacht. Aber so ist das nun mal. Jeder kennt das aus seinem Tennisverein oder seinem Sportclub oder was weiß ich, wo man so organisiert ist. Am Ende muss ein Kompromiss gefunden werden. Und die Brüsseler Maschine ist im Grunde das. Es ist die große Maschine, in der die Europäer ihre Probleme hineinfüttern sollen, damit sie nicht auf dem Schlachtfeld lösen müssen, wenn man es mal sozusagen ganz pathetisch ausdrückt. Das ist sensationell gut gelungen. Und jetzt ist die ganze Sache in Gefahr. Meine Damen und Herren, und nun Ihre Exzellenzen, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Mr. Ronald Reagan und Mrs. Nancy Reagan. Der US-Präsident besucht Berlin, während in Moskau die Macht bröckelt und das Ende des Kommunismus seinen Schatten vorauswirft. Die Tatsache, dass Ronald Reagan vor dem Brandenburger Tor stand und eine Rede gehalten hat, war das Ergebnis einer längerfristigen Vorbereitung, das mindestens ein Jahr alt war. Es wurde von mir mehr oder weniger alleine geplant, aber natürlich unter unserem Botschafter und unter Washington. Wir sagten, das Beste ist, dass der Präsident da steht und sagt, wie man auf Deutsch sagt, hör auf mit dem Fiesemittenten. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Die Rede war wichtig, nicht weil es die Sowjetunion überzeugt hatte, aufzugeben, nicht weil es die Mauer an sich untergebracht hat, sondern weil es Klarheit geschafft hat, zu einem Zeitpunkt, wo niemand wusste, dass es so schnell gehen würde. Die Nacht des Mauerfalls markiert eine Zeitenwende, die das weitere Schicksal der EU bestimmen wird. Der Kalte Krieg, der die Gemeinschaft zusammenschweißte, geht zu Ende. It was a sudden shock, which Es war ein Schock. Vieles kam in Bewegung. Kräfte wurden entfesselt. Osteuropa öffnete sich urplötzlich, als wäre das Eis endlich geschmolzen. Wir verstehen erst jetzt, 20, 25 Jahre später, wie umwälzend das war. Nicht nur für Deutschland und die Wiedervereinigung, sondern für ganz Europa. Zwei Wochen nach dem Fall der Mauer kommt das Europäische Parlament in Straßburg zusammen. Was soll man tun angesichts des rasanten Umbruchs, der Osteuropa erfasst hat? In Ungarn und Polen und jetzt auch in der DDR waren es die Menschen selbst, die den Weg zu tiefgreifenden Reformen geöffnet haben. Die Erwartungen der Osteuropäer sind groß. Sie wollen am Wohlstand des Westens teilhaben. Es zeichnet sich ab, dass ausgerechnet die armen Länder Südeuropas zu den Verlierern des Spiels gehören, da sie die Subventionen aus Brüssel zukünftig mit dem Osten teilen müssen. Das erkennt als eine der ersten die französische Politikerin Simone Veil. Surtout ne les décevons pas, ce serait les trahir, ce serait aussi trahir tous ceux qui ont apporté leur pierre à la construction de l'Europe. Nous savons aussi que l'attente de tous ces pays est considérable, parce que leurs besoins sont immenses et grandes leurs espérances. Cela requiert beaucoup d'imagination pour y répondre. Une participation de tous pour coopérer dans tous les domaines. Cela suppose aussi des transferts financiers importants, car ce n'est pas en oubliant les peuples du Sud que nous devons aider nos frères européens. Doch zunächst müssen die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges der Wiedervereinigung Deutschlands zustimmen. War der Lauf der europäischen Geschichte in den Jahren von 1945 bis 89 wie eingefroren, überstürzen sich jetzt die Ereignisse. Margaret Thatcher versucht zu bremsen. Mrs. Thatcher retained a fear
Frau Thatcher fürchtete, so wie einige französische Politiker auch, dass sich Deutschland durch die Wiedervereinigung von der EU entkoppeln, sich wieder zum Unruhestifter entwickeln könnte und damit zu einer Quelle von Instabilität und Unsicherheit werden würde. Es gab eine Anekdote. Wir mögen Deutschland so sehr, dass wir lieber zwei davon haben. In der Tat hatte man eine gewisse Panik, dass das wiedervereinte Deutschland die alten Dämonen aus der Vergangenheit wecken könnte. Man sah in diesem Deutschland eine Gefahr. Um die Wiedervereinigung im letzten Moment noch zu verhindern, sucht Thatcher nach Allianzen. Es gibt eine berühmte Szene, als sie den französischen Präsidenten François Mitterrand traf, ungefähr einen Monat nach dem Mauerfall. Sie holte alte Deutschlandkarten aus ihrer berühmten Handtasche, mit der sie sonst immer auf den Tisch hämmerte. Sie zeigte Mitterrand, wie groß Deutschland einst gewesen war. Sie sagte, wir müssen das stoppen, François. Sie wollte sich querstellen. Man kann aber die Kräfte der Geschichte nicht aufhalten, wenn sie so stark sind wie beim Fall der Berliner Mauer. Mitterrand war auch beunruhigt über die deutsche Wiedervereinigung. Er wählte aber einen anderen Ansatz. Er war cleverer. Ihm war klar, dass man eine solche Energie nicht einfach aufhalten kann. Man muss vorgehen wie ein Judo-Kämpfer und die Kraft des Gegners aufnehmen und umlenken, um das eigene Ziel zu erreichen. Auf diese Weise trieb Mitterrand die Pläne für die gemeinsame Währung, das Euro, voran. Es war ein Deal, die französische Zustimmung zur deutschen Einheit gegen die Zustimmung Helmut Kohls zum Euro. Margaret Thatcher ist entsetzt. Der Euro als gemeinsame Währung, das bedeutet mehr Macht für Brüssel und weniger für London. Differing. Of course, the chairman or the president of the commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the commission to be the executive and he wanted the council of ministers to be the Senate. No, no, no. In a way, yeah, it's also very appropriate. Es ist irgendwie passend, dass Margaret Thatcher über die EU stürzte. Thatcher war eine Politikerin aus der Ära des Kalten Krieges. Sie hatte an der Seite Amerikas gegen Russland gekämpft. Mit dem Ende des Kalten Krieges wusste sie nicht mehr weiter. Sie wollte die deutsche Einheit stoppen. Ihre eigene Partei rebellierte. Zwei Wochen später war sie politisch tot. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. Mit dem Abgang Margaret Thatchers ist der Weg frei für die deutsche Wiedervereinigung. Das erste Kapitel eines sich neu ordnenden Europas wird aufgeschlagen. Es ist ein umstürzendes Ereignis, wie es Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht erlebt hat. Zwei Jahre nach der Wiedervereinigung unterzeichnen die europäischen Staatschefs den Vertrag von Maastricht, in dem der Euro beschlossen wird. Die gemeinsame Währung kommt, so wie Mitterrand es gefordert hat. Damit soll Deutschland wirtschaftlich und politisch im Zaum gehalten werden. Doch der Vertrag, in kürzester Zeit ausgehandelt, weist entscheidende Konstruktionsfehler auf. Am
als wir den Euro eingeführt haben, das war ja ein Markt, eine Währung, damals schon alle gewusst, dass eine Währungsunion ohne Sozial- und Fiskalunion nicht existieren kann. Und es war damals die Ambition, aber eigentlich auch das Versprechen des Maastrichter Vertrages, dass das gemacht wird, und es wurde eben nicht gemacht. Sollte man nicht eine einheitliche Unternehmenssteuer für Frankreich, Deutschland und sogar die ganze Eurozone festlegen? Nicht von heute auf morgen natürlich, aber mit einem 10-Jahres-Ziel beispielsweise. Damit könnte man der Wettbewerbsverzerrung in Sachen Unternehmenssteuer und Handel entgegenwirken. Seit 5 Jahren tobt ein Krieg auf dem Balkan. Die EU vermag es nicht, die Kampfhandlungen im ehemaligen Jugoslawien zu beenden. Dann schalten sich die USA ein. Mit der Operation Deliberate Force zwingen sie binnen weniger Wochen die Kriegsparteien an den Verhandlungstisch. Der EU wird ihre eigene Ohnmacht vorgeführt. The first time Europe was faced with Die erste große politische Krise für Europa war der Balkankrieg in direkter Nachbarschaft. Das war zu früh. Wir waren noch nicht bereit. Zwar hatte die EU im Maastrichter Vertrag eine gemeinsame Außenpolitik beschlossen. Doch angesichts des Balkankriegs zeigt sich, dass die EU-Staaten zu einem gemeinsamen militärischen Handeln nicht fähig sind. Endlos reden, Konsens, das funktioniert halbwegs gut unter Staaten, die mehr oder weniger dieselben Ziele haben und die bereit sind, Kompromisse zu schließen. Diese Methode funktioniert nicht, wenn man einen Verhandlungspartner oder mehrere hat, die eigentlich genau das Gegenteil wollen. Gerade dem serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic gelingt es, die EU-Mitglieder immer wieder gegeneinander auszuspielen. Nachher war ich der amerikanischen Sonderbeauftragte für den Balkan 3 Jahre. Und ich habe ja endlos viele vieraugige Gespräche mit den Politikern damals, auch Milosevic etc. Und die serbischen, kroatischen, sogar bosnischen Politiker haben mir ganz klar beschrieben, wie sie die Europäer benutzt haben, um ihre Kriegsziele zu verfolgen. Der ausgesprochenste war Milosevic, der immer sagte, Diese armen Leute, die wussten nicht, wir redeten immer von Frieden, aber ich wollte Krieg. Der schreckliche Balkankrieg mit seinen Hunderttausenden Toten konnte nur durch das amerikanische Militär beendet werden. Es war demütigend für die Europäer, die im Maastrichter Vertrag gesteckten Ziele einer eigenen europäischen Außenpolitik waren noch nicht durchsetzbar. Gerhard Schröder wird Bundeskanzler. Eine rot-grüne Koalition übernimmt die Regierung in Deutschland. Auch andere Länder wählen links. Ein Jahr zuvor ist in Großbritannien der Labour-Politiker Tony Blair zum Premier ernannt worden. Was nach einem politischen Neuanfang aussieht, entpuppt sich bald als Etikettenschwindel. Denn die neuen sozialdemokratischen Regierungen schwenken auf den neoliberalen Kurs ihrer Vorgänger ein. Schröder mit seinen Leuten hatte im Grunde keine wirtschaftspolitische Kompetenz. Und wenn ich ohne wirtschaftspolitische Kompetenz an die Macht komme, das, was dann passiert, ist ganz einfach. Dann kommen die Lobbygruppen aus allen Ecken und Enden, Tausende von Lobbyisten, und sagen einem jeden Tag, dass die beste Politik doch neoliberale Politik ist. Und das macht man dann auch als Sozialdemokrat am Ende, weil man sagt, ja, wir sind ja ein bisschen gerechter, sind wir schon, wir machen alles gerechter, aber es gibt keine Alternativen, ne? Der Ökonom Heiner Flassbeck wird 1998 unter dem damaligen Finanzminister Oskar Lafontaine zum Staatssekretär ernannt. Man muss sich eben den neu gewählten sozialdemokratischen Abgeordneten oder parlamentarischen Staatssekretär oder sonst oder Minister auch vorstellen, der in den ersten 8 Tagen seiner Amtszeit
von ungefähr 2000 Anfragen bombardiert wird, wo Lobbyisten mit ihm reden wollen und das wichtigste aller Themen mit ihm diskutieren wollen, das ist schon sehr beeindruckend. Und da sind ja große Namen dann drunter. Da kommen die Vorstandsvorstände von ganz großen Firmen, wollen dann mit ihm reden und wollen, haben alle nur ein Ziel, ihn in seine Richtung, in ihre Richtung zu beeinflussen. Und wenn 20 Konzerne kommen und das alle wichtig finden, dann möchte ich den kleinen, sage ich mal, gerade gewählten Politiker sehen, der davon nicht beeindruckt ist. Der ist ungeheuer beeindruckt, der weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Aus Protest gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung Schröder legt Heiner Flassbeck sein Amt nieder. 2003 verkündet Schröder eine radikale Reform, bekannt als Agenda 2010. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen. Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner. Um seine Wirtschaftsreform durchzusetzen, holt Schröder den Personalmanager Peter Hartz. Er soll die Arbeitslosenversicherung und die Sozialhilfe reformieren. Hartz IV, wie die Reform bald genannt wird, wird zum Synonym für den Umbau des Sozialstaates nach neoliberalem Muster. In diesen Jahren tritt der Neoliberalismus seinen Siegeszug in ganz Europa an. Auch Brüssel übernimmt das Wirtschaftsmodell. Brüssel hat ja 20 Jahre lang auch Neoliberalismus gepredigt, allen Ländern. Freiheit des Kapitalverkehrs war das wichtigste Gut in der europäischen Gemeinschaft überhaupt. Da ist auch schon eine grandiose Fehlsteuerung passiert, die ist Anfang der 80er Jahre passiert, aber auch natürlich stark beeinflusst von Deutschland. Drei Monate nach dem Brexit-Referendum wissen weder die Briten noch die EU, wann die Austrittsverhandlungen beginnen sollen. Und vor allem, mit welchem Ziel? EU-Parlamentspräsident Martin Schulz reist nach London mit dem Versuch, die Hängepartie zu beenden. Uncertainty is the opposite of what we need. We need more clarity, more certainty. Therefore, I urge the Prime Minister to trigger Article 50 as soon as possible. Der Zustand der britischen Regierung ist seit dem Brexit-Referendum ziemlich konfus. Keiner weiß genau, welche Strategie man verfolgen soll. Daher die Verzögerungen, Artikel 50 auszulösen, den Beginn der formalen Austrittsverhandlungen. London, der wichtigste Finanzplatz Europas. Hier haben sich die Menschen in der Mehrzahl für einen Verbleib in der EU ausgesprochen, weil sie von einer globalisierten Welt profitieren. Für das alte England, der Working Class, gilt das aber nicht. In den Gegenden, wo die britische Industrie früher sehr stark war, gibt es heute große soziale und wirtschaftliche Probleme. Die Menschen fühlen sich abgehängt, als Bürger zweiter Klasse. Sie nutzten das Referendum zum Protest. Nicht gegen Europa, sondern gegen das politische Establishment in London insgesamt. Das Versprechen, das Leben der Menschen zu verbessern, kann die EU bei vielen nicht mehr einlösen. Sie sind es, die für einen Austritt gestimmt haben. Als die Briten für den EU-Austritt stimmten, wussten sie gar nicht wofür, sondern nur wogegen. Jetzt sind wir gefangen. Die einfachen Leute werden die negativen Folgen des Brexit erst zu spüren bekommen, wenn es zu spät ist. Erst wenn wir aus der EU raus sind, vielleicht ganz ohne Handelsbeziehungen, wenn wir alleine dastehen in der Welt und versuchen, Handel zu treiben, dann erst werden die Leute wahrscheinlich sagen, oh Gott, was haben wir getan? Großbritannien ist eine Handelsnation. Der Austritt aus der EU kann die Wirtschaft des Landes hart treffen. Es kann sein, dass das britische Experiment
schon bald zum abschreckenden Beispiel in der EU wird. In the Middle Ages, when they hanged people. Im Mittelalter ließ man die Leichen der Gehängten tagelang hängen, damit sie jeder sehen konnte. Großbritannien hängt vielleicht auch bald am Galgen, um andere abzuhalten von so einem Schritt. Griechenland tritt der Europäischen Währungsunion bei. Überall im Land wird gejubelt. Doch die Zahlen, die Athen der EU vorlegt, sind manipuliert. Mithilfe der Investmentbank Goldman Sachs wurde das griechische Staatsdefizit unter den Referenzwert von 3% gerechnet. Doch trotz aller Zweifel, die schon damals laut werden, stimmt die EU dem Beitritt Griechenlands zur Eurozone zu. Als erstes muss man sagen, dass die Eurozone von Anfang an nicht sehr gut angelegt war. Nicht allzu viele Menschen würden bestreiten, dass dem Beitritt Griechenlands nie hätte zugestimmt werden dürfen. Ein weiterer Fehler, der am Anfang gemacht wurde, ist, dass es nur einige wenige Aufnahmekriterien für die Eurozone gibt. Man dachte, wenige Kriterien würden reichen, um die Länder auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen. Es gab zwei Probleme. Einerseits die noch sehr junge Währung und andererseits die Unterschiede der Länder. Es wäre besser gewesen, man hätte den Euro erstmal nur in ein paar Ländern eingeführt und dann nach und nach in anderen Ländern, zum Beispiel Italien, Spanien und eventuell auch Griechenland. Das Europäische Parlament feiert einen historischen Moment. Die Osterweiterung der EU. 10 neue Mitgliedstaaten werden auf einen Schlag aufgenommen. Doch jeder in Brüssel weiß, welche Belastungen damit auf die Gemeinschaft zukommen. I think we all find this an emotional moment. Welcome to Strasbourg. Welcome home. 2007 werden mit Bulgarien und Rumänien noch zwei weitere Länder des ehemaligen Ostblocks in die EU aufgenommen. Es ist normal, dass wir mit diesen Menschen neue Bande knüpfen, denn sie sind Europäer und wir teilen eine gemeinsame Geschichte. Sie endete 1945 wegen des Kriegs. Für die Osteuropäer hingegen endete der Krieg erst 1989 und nicht schon 1945. Doch bereits die deutsche Wiedervereinigung hatte einen Vorgeschmack darauf gegeben, welchen finanziellen Kraftakt es verlangt, marode Volkswirtschaften des Ostens auf das Niveau der EU zu heben. Die Spaltung Europas war in vielerlei Hinsicht dramatisch. Man muss versuchen zu verhindern, dass alte Wunden wieder aufbrechen. Insofern war diese Wiedervereinigung mit Osteuropa eine moralische Verpflichtung. Die 12 Mitgliedstaaten waren nicht gerade begeistert. Also öffneten sie sich auch nicht sofort und mit ganzem Herzen. Andererseits hatte man im EU-Vertrag festgehalten, dass jeder europäische Staat, der die Kriterien erfüllt, Mitglied des Clubs werden kann. Also auch die osteuropäischen Staaten. Was wäre wohl passiert mit diesen Ländern? Einige sind heute stark, waren aber anfangs sehr schwach. Ungarn, Rumänien und Bulgarien, Polen sind immer noch schwach. Was wäre also, wenn diese Volkswirtschaften heute ohne die starke Bindung an Europa dastehen würden? Ohne einen funktionierenden Staat? Denn die EU hat dort Milliarden von Euro investiert. Wenn das alles nicht passiert wäre und Russland gleichzeitig für Unruhe sorgt, die Welt wäre viel gefährlicher. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind die USA die einzige verbleibende Supermacht. Einige amerikanische Geostrategen entwickeln Mitte der 90er Jahre Pläne, wie die Vormachtstellung in Europa auf Dauer abgesichert werden kann. Die NATO soll sich nach Osten ausdehnen und sich immer näher an Russland heranschieben.
Die Amerikaner wollten die NATO um die Ukraine und Georgien erweitern. 2007, 2008 unter der Bush-Administration. Russland sah die NATO als militärische Bedrohung. 2007 reist der russische Präsident Putin zur Münchner Sicherheitskonferenz. In seiner Rede greift er die amerikanische Geopolitik scharf an. Процесс НАТОвского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Lange hat Russland stillgehalten. Jetzt eskaliert der Konflikt. Wie zu Zeiten des Kalten Krieges demonstriert Moskau seine militärische Stärke. Russland ist von seiner geografischen Gegebenheit her, von seiner Größe her, seinem natürlichen Reichtum und auch seiner Bevölkerungsgröße eigentlich unter normalen Umständen die dominante Macht in Europa. Wenn nicht eine außereuropäische Macht, die USA, die dominante Macht in Europa wäre, wäre es Russland. Und gleichzeitig ist Russland für sich genommen ein Land, das sich am Westen abarbeitet. Schon seine ganze Geschichte lang. Die haben Hitler und Napoleon nicht vergessen und haben deswegen dieses dringende Bedürfnis, das abzusichern. Und das sorgt für diesen geopolitischen Clash. Wir haben ein Interesse daran, diese Länder sozusagen an den Westen heranzuführen. Wir wollen die stabilisieren. Wir wollen, dass das offene Märkte werden, dass da Menschenrechte gelten, demokratische Prinzipien. Und Moskau muss dringend verhindern, aus der eigenen Wahrnehmung der Geschichte heraus, dass diese Länder zu westlich werden, weil sie dann verliert als Einflussgebiet. Die New Yorker Investmentbank Lehman Brothers ist pleite. Der Zusammenbruch löst ein ökonomisches Erdbeben aus, das seine Schockwellen rund um den Globus schickt. In recent weeks, the federal government has taken extraordinary measures to address the challenges confronting our financial markets. Are you asking me? Are you asking me for training? This crisis that has come from America has affected all businesses. Für die Finanzkrise kann man den Neoliberalismus verantwortlich machen. Die Deregulierung des Finanzsektors, angefangen in den USA, hatte diese negativen Konsequenzen. Das war abzusehen. Man musste kein Experte sein, um zu erkennen, dass wenn man die totale Deregulierung von Finanzgeschäften zulässt, wenn man Banken erlaubt, mit dem Vermögen der Sparer zu spekulieren, dass das Ganze in Tränen enden wird. Die Euro-Krise wurde verstärkt durch die Konstruktionsfehler des Euro. Die Krise hätte aber die schwächsten Länder sowieso am härtesten getroffen. Die Regierung in Griechenland steht vor dem Staatsbankrott. Als Folge der Finanzkrise ist die Verschuldung des Landes in astronomische Höhen gestiegen. Die konnten keine Kredite mehr aufnehmen, da wurden keine Staatsanleihen mehr gezeichnet, weil niemand diesem System mehr getraut hat. Und wenn man am Finanzmarkt tot ist, dann ist man noch stärker auf andere angewiesen, die einen durchfüttern. Und das wollte auch niemand, zumal ja auch, das darf man auch nicht vergessen, es in Griechenland nicht nur um eine wirtschaftliche Frage geht und um den Erhalt des Euros, sondern auch um eine geopolitische. Wenn wir
Griechenland nicht durchfüttern, auf Deutsch gesagt, dann machen es vielleicht die Russen. Oder vielleicht entdecken die Chinesen, dass es da ein interessantes Objekt in Europa gibt, das man billig kaufen kann. Also, und dann hat man plötzlich innerhalb der EU ein Land, das finanziell von ganz anderen Mächten abhängig ist. Auch das will man nicht. Griechenland besitzt eine geostrategische Schlüsselfunktion für die EU. Mit seiner Grenze zur Türkei und als Tor zum östlichen Mittelmeerraum. Wieder heißt es für Brüssel, will man die Gemeinschaft stabil halten, dann kostet das Geld. Die Brüsseler Krisengipfel in Sachen Euro-Rettung sind zur Routine geworden. Will die EU die anhaltende Währungskrise ein für alle Mal in den Griff kriegen, dann muss man an der Wurzel des Problems ansetzen. Muss man Versäumnisse aus der Vergangenheit korrigieren. Man wird irgendeine Form von politischer Union schaffen müssen, die den Euro sozusagen politisch festigt und ummantelt. Und das ist ein solcher Integrationsschritt, so massiv, greift so intensiv ein in die substanziellen Souveränitätsrechte von Staaten, dass niemand zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo mehr Europa die schlimmste Botschaft ist, die ein europäischer Politiker aussenden kann, dass die das nicht anrühren werden. Der Parteitag der britischen Konservativen. Premierministerin Theresa May muss erklären, wie sie sich den Brexit vorstellt, ohne Großbritannien wirtschaftlich ins Abseits zu manövrieren. Sie tritt die Flucht nach vorne an. Whether people like it or not, the country voted to leave the EU. And that means we are going to leave the EU. We are going to be a fully independent, sovereign country. A country that is no longer part of a political union with supranational institutions that can override national parliaments and courts. And that means we are going once more to have the freedom to make our own decisions on a whole host of different matters, from the way we label our food to the way in which we choose to control immigration. Nach dem Parteitag stürzt das britische Pfund ab. Der Unterschied zwischen Soft Brexit und Hard Brexit bedeutet, dass wir beim Soft Brexit das Beste aus beiden Welten bekommen. Die Vorteile des europäischen Binnenmarktes ohne unangenehme Verpflichtungen. Das klingt toll, ist aber total unrealistisch. Hard Brexit heißt, dass wir komplett draußen sind und unsere Handelsbeziehungen mit dem Rest der Welt neu verhandeln. Wer hätte wohl dafür gestimmt, wenn man das den Leuten gesagt hätte? Denn das stand so nie zur Debatte. Aber genau darum geht es. Es hat ja keiner eine Vorstellung, wie das laufen soll. Also wir machen das ja alle zum ersten Mal. Insofern wissen ja auch die Briten nicht, wie sie das machen sollen. Und da muss man ja auch mal emotional auf diese Sache gucken. Ja, also die Briten, die ich kenne, und ich kenne durchaus einige, die hochrangige Beamte sind, die wissen ja, dass das ein völliges Desaster ist. Die wollen das ja nicht machen. Das ist keine psychologisch gute Voraussetzung für gute Verhandlungen. Dem Vereinigten Königreich droht aber noch eine Gefahr. Eine Zerreißprobe im Inneren. Was er vom Brexit hält, macht ein schottischer EU-Abgeordneter in Brüssel deutlich. But please remember this. Scotland did not let you down. Please, I beg you, chers collègues, do not let Scotland down now. If we do leave the European Union completely, wenn wir komplett aus der EU austreten, bin ich mir nicht sicher, ob das Vereinigte Königreich als Staat überlebt. Die Schotten haben mehrheitlich für den Verbleib in der EU gestimmt. Wenn das Votum ignoriert wird, dann kann es zu einem zweiten schottischen Referendum in Sachen Unabhängigkeit kommen. Mit dem Ausscheiden Großbritanniens aus dem Binnenmarkt werden die Probleme kommen. Auch in Irland. Weil die Grenze zwischen Nordirland als Teil des Vereinigten Königreiches und der Republik Irland offen ist. Menschen können sich frei bewegen. Trade, people can move.
Jahrzehntelang tobte zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland ein blutiger Bürgerkrieg, der erst durch eine offene EU-Grenze beendet werden konnte. There was a democratic vote. We voted to remain. I tell you that the last thing that the people of Ireland need is an EU border with 27 member states stuck right in the middle of it. That could sabotage. Das könnte das Friedensabkommen in Irland, das in den letzten 10 oder 15 Jahren Stabilität und Frieden gebracht hat, sabotieren. Das ist ein Riesenproblem, die schottische Frage und die irische Frage. In der ukrainischen Hauptstadt kommt es zu Massenprotesten auf dem Maidan. Die Demonstranten fordern den Rücktritt ihres Präsidenten, der ein Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschreiben und sich stattdessen Russland annähern will. Kritisch wird es immer dann, wenn so ein Land wie die Ukraine eine eigene Idee davon hat, wo es hin will, nämlich in den Westen und in eine Revolution zieht mit der europäischen Fahne in der Hand, dann packt Moskau das kalte Grausen, weil das bedeutet, dass da sozusagen ein Land abtrünnig wird. Und dann muss was geschehen. Und dann annektiert man die Krim und dann marschiert man in der Ostukraine ein, um das Land zu knebeln. Moskau lässt seine Muskeln spielen. Seit der von den USA vorangetriebenen NATO-Osterweiterung ist man alarmiert. Jetzt ist die rote Linie überschritten. Putin macht unmissverständlich klar, dass die Ukraine zum Einflussbereich Russlands gehört. Russland testet die europäische und indirekt auch die amerikanische Reaktion. Wird er irgendwann sagen, das interessiert mich nicht? Oder wird er schließlich doch feststellen, hier werden unsere Interessen missachtet und wir können nicht zulassen, dass die Russen so mit der Ukraine umgehen? Russia is a regional power that is threatening some of its immediate neighbors. Not out of strength, but out of weakness. Die EU versucht in der Ukraine-Krise zu vermitteln. Doch wieder zeigt sich die Schwäche der europäischen Institutionen. Denn die EU-Außenbeauftragte Mogherini ist bei der Konfliktlösung am Ende nur ein Zaungast. Wir tun ja im Grunde in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik alles, um die europäischen Institutionen zu umgehen. Als wir das Minsker Abkommen gemacht haben, hat Frau Merkel mit Hollande das Minsker Abkommen gemacht und nach meinem Wissen war Frau Mogherini nicht dabei. Das heißt, die Erosion dessen, was wir immer plakativ die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik und was faktisch eben als Realität geschaffen wird, ist eben auch leider, driftet ganz weit auseinander. Es ist ein immer wiederkehrendes Muster. Wenn es hart auf hart kommt, entscheiden in Europa die mächtigen Staatschefs. Die EU bleibt außen vor. Warum findet Europa nicht statt? Weil es seine Diplomatie am Ende nicht mit militärischer Kraft untermauern kann. Es kann keine Sicherheitsgarantien abgeben. Es kann nicht wirklich garantieren, dass es eine Friedenstruppe entsenden kann. Es hat nicht die Mittel, um am Ende die eigene Diplomatie mit Arbeitsmuskeln zu versehen. Und also ist man als strategischer Akteur, kommt man nicht vor. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Immer mehr Flüchtlinge drängen auf der Balkanroute nach Deutschland. Angela Merkel will die Grenzen offen halten, um den Handel in Europa nicht zu gefährden. Sie setzt die anderen EU-Mitglieder unter Druck, ihrerseits Flüchtlinge aufzunehmen. Doch die lehnen dies ab, empfinden das Vorgehen der Kanzlerin als deutschen Alleingang.
Zur selben Zeit schüren Populisten Ängste vor einer Überfremdung Europas. Die Flüchtlingskrise wird zur Zerreißprobe für die EU. Es gibt einen Verteilungsschlüssel, es sollen 220.000 Flüchtlinge verteilt werden, von denen sind bis heute irgendwie 8.000 verteilt worden. Wir kriegen die also nicht von Italien nach Finnland, aber auch nicht von Deutschland nach Ungarn oder Polen. Das heißt, die EU kann das nicht sanktionieren, was sie selber am Verhandlungstisch entscheidet. Wenn da die Europäische Union nicht Handlungsfähigkeit beweist, dann hat sie auch den Kredit nicht und den Vertrauensvorschuss nicht, um die größeren strategischen Fragen, die für viele eher abstrakt sind, anzupacken. Das zuständige Gericht, der High Court in London, fällt eine weitreichende Entscheidung im britischen Ringen um den Brexit. Hatte Theresa May auf dem Parteitag der Tories noch angekündigt, ihre Regierung werde einen kompromisslosen Brexit mit der EU aushandeln und Großbritannien komplett von der EU lösen, wird die Premierministerin jetzt hart ausgebremst. Das Gericht befindet, dass der Brexit nicht allein Regierungsangelegenheit ist, sondern auch die des britischen Parlaments. Ich würde mir persönlich wünschen, dass das britische Parlament aufsteht und dass es eine noble, würdevolle Stunde im Parlament gibt, wo das britische Parlament und die Parlamentarier sagen, dass in jeder vernünftigen Demokratie verfassungsrechtliche Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit entschieden werden und dass man sich jetzt nicht von einer Mehrheit der Straße treiben lässt, zumal das Referendum ja rechtlich auch nicht bindend ist. Der Druck auf die Europäische Union ist so groß wie nie zuvor. Doch Antworten auf entscheidende Fragen bleibt sie schuldig. Was machen wir mit dem Euro? Was machen wir mit Schengen? Wie gehen wir mit Flüchtlingen um? Das sind Fragen von Stabilitätserhalt in Europa. Das sind die Symptome. Das sind die Sachen, die wir in der Zeitung lesen. Aber sie gehören zu einem größeren Narrativ, zu einer größeren Erzählung. Und das ist die Frage, wie kann Europa nach Ende der Pax Americana, der amerikanischen Schutzmacht, sich selbst stabil halten? Das ist die Umbruchsphase, in der wir mittendrin sind und überall springen einen die Symptome an. New York in der Wahlnacht. Donald Trump geht als Gewinner aus der US-Präsidentschaftswahl hervor. Es ist ein Wendepunkt, nicht nur für Amerika, sondern auch für Europa. Denn unter Trump gilt America first. Die EU sieht er nicht länger als wichtigsten Partner. Die NATO hält er für ein Relikt der Vergangenheit. Thank you. Thank you very much, everybody. Ich glaube, die ganze Welt, nicht nur Europa, muss sich Sorgen machen. Zum einen wissen wir nicht, was er wirklich vorhat. Es fällt schwer, die reine Rhetorik von der echten Absicht zu unterscheiden. Andererseits, wenn er wirklich das sagt, was er denkt und vorhat, dann wird durch ihn die Welt viel instabiler. Europa, das sich so gerne mit sich selbst beschäftigt, muss lernen, alleine zurechtzukommen. Und die Zeit wird knapp. Krise heißt ja auf Griechisch Entscheidung, ja? Man muss sich bei multiplen Organversagen entscheiden, will man leben, will man sterben. Und das ist genau eigentlich die Malaise der EU. Sie kann sich nicht entscheiden zu leben. Wir können uns nicht entscheiden, Europa richtig zu machen. Man muss daran erinnern, Europa bedeutet die Überwindung der Nationalstaaten. Das will heute keiner hören. Aber die EU und die Nationalstaaten zusammen können systemisch nicht funktionieren. Also überwinden wir das und machen daraus aus der Krise eine Lebensentscheidung, nämlich die, Europa zum Leben zu erwecken. Und zwar die Nationalstaaten, wie von den Gründungsvätern angedacht, zu überwinden. Oder aber die EU wird scheitern. Das ist tatsächlich meine Einschätzung. Sie kommt sonst aus dem multiplen Organversagen nicht wieder raus.